Ich bin Uwe Knob, Ernährungswissenschaftler, Diplom-Ökotrophologe nennt man das in der Fachsprache. Ich bin auch Buchautor, Publizist und Referent. Und meine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, ist die Aufklärung des mündigen Essbürgers rund um alle Mythen zur gesunden Ernährung. Ernährung wird definitiv zu wissenschaftlich gesehen, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es gar keine richtige Wissenschaft, die Belege liefert, Stichwort Korrelation, Kausalität und Kausalevidenz. Und zum anderen können wir unseren Körper nicht wissenschaftlich betrachten, indem wir seine Bedürfnisse analysieren, weil wir gar nicht den Einblick haben. Das heißt, die Ernährung sollte idealerweise nicht von der Wissenschaft getriggert sein, sondern von den intuitiven körperlichen Bedürfnissen, weil die sind einzigartig. Alkohol ist Alkohol. Die Frage ist, wie viel trinke ich in welcher Zeit? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Getränke mit unterschiedlichen Konzentrationen, aber ernährungswissenschaftlich, und was die Studien noch hergeben, gibt es keinen Beleg dafür, dass Rotwein besser wäre als Weißwein, besser als Bier, besser als Whisky oder als irgendetwas. Genuss braucht Erfahrung und die braucht auch wieder ehrliche Selbstreflexion. Das heißt, im Fokus muss dabei immer stehen, ehrlich zu sich selbst sein und sich fragen, konsumiere ich das oder genieße ich es oder kompensiere ich sogar irgendwelche Probleme damit? Wenn ich selbst merke, ich kompensiere damit psychische Probleme, dann muss ich sagen, Stoppschild rot, hier muss ich an die Quelle gehen und herausfinden, warum tue ich das denn? Es kommt immer unterm Strich auf den individuellen Konsum in einer gewissen Zeit an und die Folgen, die ich für mich persönlich spüre und ob ich unterm Strich mich dabei richtig gut fühle und weiß, was ich tue, macht mir keine Probleme. Das ist es, worum es geht. Aber die Wissenschaft hat da nichts zu bieten, wo man sagen könnte, A ist besser als B.